Hey yo Leute, was geht? Herzlich willkommen, neues Video heute. Wir reden über meine Style-Veränderung, Style-Entwicklung, über mein Leben quasi her. Wir gehen das mal durch bis heutzutage, also wie es jetzt gerade ist von früher. Und wann sich so die wichtigsten Sachen getan haben und auch welche so meine Inspirationen zu der Zeit immer waren und welche Leute ich am coolsten fand, so. Dass ihr da ein bisschen nachvollziehen könnt. Also hier erstes Bild auf jeden Fall. Auf diesem Bild hier bin ich glaube ich so, keine Ahnung, 8 Jahre alt oder so. Aber achtet, wie die Cap zum T-Shirt passt, Digga, schon direkt Mutter gefickt, kann man sagen. Kann man sagen, was man will, so. Zweites das Bild hier, ihr seht direkt schon, ich war, keine Ahnung wie alt, 10, 11 Jahre, Digga, hab schon Vierer gerockt, so. Ich war der Zeit komplett voraus. Die haben 140 Euro damals gekostet bei Snipes und das war ein harter Preis, den ich da zahlen musste. Hat ganz schön wehgetan, meine Eltern haben gedacht, ich bin verrückt, aber ich hab die gerockt mit Stolz. Man sieht's hier mit den nice Skinny Jeans, mit den Bikerillen. Dann geht's weiter, wo ich schon ein bisschen älter geworden bin, ich glaube auf dem Bild hier bin ich so 12. Ich trage hier Thrasher T-Shirt, schon mal komplett krank. Nike Cap, Digga, muss dazu sein, Thrasher T-Shirt, Nike Cap. So eine nice Levi's Jeans, Digga, diese Jeans ist legendär gewesen. Also für die Zeit damals war die auf jeden Fall sehr breit. Natürlich nice hochgekrempelt mit den schwarzen Socken dann und den Reebok Club C. Damals von Patrick Spector vorgestellt. Der erinnert mich ein bisschen an den Adidas Calabasas Sneaker, den Kanye West anhatte. Guck, Patrick Spector damals, Big Inspo, Digga. Damals, ich habe ihn schon geschaut, als seine ganzen YouTube-Anfänge waren, so als Fashion-YouTube gerade losgekommen ist, habe ich schon direkt Patrick Spector geschaut und er hat die vorgestellt, so ähnlich. Habe ich mir direkt geholt, weil die Alternative zu Yeezy Powerface waren. Zu dieser Jeans muss ich sagen, Digga, ich weiß noch ganz genau, als ich damit das erste Mal in meine Klasse gesteppt bin. Ich weiß nicht, welche Klasse ich da war, Digga, 8. Klasse oder so. Ich glaube so 8. Klasse, Digga. Ein Typ hat direkt gesagt, was ist das für eine hässliche Hose, Digga. Auf jeden Fall, ich habe die tot gerockt, bis die mir nicht mehr gepasst hat. Das war so eine nice Hose, fand ich. Dann geht's weiter. Ah ne, hier ist noch so ein Bild, wo ich auch in der Schule war, Digga. Man sieht meinen Drip, wie ich in der Schule war. Ich glaube, da war ich, obwohl, nee, da war ich gleiches Alter ungefähr wie auf dem anderen. Man sieht, ich habe schon diesen Kompass, diese Accessoires gerockt, Digga. Zu der Zeit habe ich auch schon Ringe getragen, glaube ich. Das war auch damals Eskalation, Digga. Ich habe mal wieder revolutioniert damals in der Schule. Ich glaube, damals war ich 14 oder so bei diesem Bild hier. Und da stand eigentlich noch mehr Buchstaben auf diesem Bild und ich habe alle weggemacht, nur dass dieses S da war, weil damals war es Supreme-Hype-Phase, Digga. Ich wollte natürlich S-Logo auf dem Chest, Brudi, glaube mir. Hey! S-Logo auf dem Chest, Brudi, glaub mir. Meinte Rin damals, deswegen wollte ich den haben, Digga. Dann geht's jetzt weiter mit einem aktuelleren, was heißt aktuelleren Bild? Ich glaube, das ist so vielleicht so zwei, drei Jahre her. Ich glaube, da war ich gerade in meiner Abiturphase. Da war ich auch noch, hatte ich auch noch nicht so kranke Fits. Zu der Zeit, guck mal, vorher, ich habe Vierer, diese White Cement getragen. Und jetzt auf einmal wieder Air Force, bin ich wieder geswitcht. Ich habe so ein paar Jahre lang nur Air Force getragen. Aber natürlich mit den VBS Hoodie, Digga, VBS damals schon Mutter gefickt, die Brand. Da ging's so los mit diesen Streetwear Brands, dass ich die auch selber getragen habe, glaube ich so. Dieser VBS Pulli war so mein erster und auf den war ich auch sehr stolz. Ich blende euch übrigens auch hier immer so ein paar Videos ein, weil ich habe zu der Zeit irgendwie immer Videos von meinen Sachen gemacht, einfach nur, damit ich mir die selbst anschauen kann. Das war auf jeden Fall der Fit, da um die Zeit war ich, glaube ich, so 17 ungefähr. Ja, 17. Hatte ich auch noch Seiten 0. Ja, fresher Dude auf jeden Fall, muss man sagen. So. Oh, und hier haben wir schon ein Bild, da habe ich schon getryhardet auf dem Foto. Wir sehen hier, ich trage ein Vintage-Hemd, was ich heute immer noch so habe, was mir aber mittlerweile irgendwie ein bisschen zu klein geworden ist. Ich trage das eigentlich nicht mehr so oft. Wieder die Air Force, Digga, die ich seit dem Bild gerade nur noch gerockt habe. Und so eine fresher Cap, Digga. Auf jeden Fall damals auch diese Vivienne Westwood Chain, da war ich auf jeden Fall schon 17, weil ich habe die zu meinem 17. Geburtstag, glaube ich, gekriegt. Das war damals auch Hype-Ding, Digga. Ich dachte so, Vivienne Westwood Chain, okay, Mutter gefickt. Auf jeden Fall, das war so das Outfit von damals. Und jetzt ging es so langsam los. Da hatte ich mein Abi gerade fertig gemacht und dann hat meine Oma mir fett Geld gegeben und ich dachte, komm schon, ich muss jetzt mein ganzes Geld spenden. Bin raus aus der Schule, jetzt kann ich alles Mutter ficken, wie ich will. Und dann habe ich mir direkt erstmal diese Jordan 4er Topaz geholt. Da war dieses Bild mit dieser Systemic-Hose, diese Systemic, da war Systemic gerade frisch, Digga. Ich glaube, das war der erste oder zweite Drop von der Hose. Diese Ghost Cargo, Digga. Und ich dachte, krank. Die haben komplett alles zerstört. Komplett krasse Marke, dachte ich mir. Hab direkt eine bestellt, Digga, mit den Topaz gepaart, Digga. Ich dachte, ich hab komplett Mutter gefickt. Man muss sagen, die farbliche Kombi sieht auch ganz sexy aus. Und die Jordan 4 Topaz, das war auf jeden Fall so der Startschuss für mich in so diese, dass ich dachte, okay, jetzt brauche ich mehr krasse Sneaker, mehr coole Sneaker. Das war so kurz bevor ich ausgezogen bin bei meinen Eltern. Da war ich so gerade 18 geworden. Und jetzt kommt mein erstes Instagram-Bild, was ich hochgeladen habe. Da habe ich die auch an. Hier mit dieser grünen Bomberjacke. Ja, da war ich frisch 18. Ich glaube, das war so im September oder so. Das Bild an sich ist sehr, sehr fresh, Digga. Achtet, wie geil der Hintergrund mit meinem Outfit matcht. Jordan 4er. Die Bomberjacke
habe ich immer noch, die Tasche habe ich auch immer noch, Hose auch, aber die ziehe ich nicht mehr an. Damals ging es auch so mit, boah, ja man, damals ging es so mit YouTube bei mir los, das ist so ein bisschen mehr als ein Jahr her, glaube ich. Ah, ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich noch kein Video gemacht, aber das war so gerade der Anfang, wo ich so mit Twitch anfangen wollte und so, boah, das war krass, das war geil, Digga. Und dann habe ich auch so ein Video hochgeladen, Digga, meine Sneaker-Kollektion. Und das hat noch Cassie geschnitten, das müsst ihr euch mal anschauen, Digga, ich schäme mich richtig für dieses Video. Ich kann mir das selber gar nicht geben, so. Cassie hat das zum Glück damals geschnitten, Digga, und das war verrückt, Digga, diese Zeit war so nice. Alter, und damals hatte ich hatte diese Jordan 4er Taupe Haze, ich hatte diese Ambush Dunks, Digga, damals waren Dunks auch komplett im Hype. Diese Yeezy Desert Boots, auch komplett gehypt damals. Und zu der Zeit habe ich so diesen Tuhan richtig gefeiert, dieser, der immer mit Justin chillt, dieser Tuhan, ja. Und ich muss sagen, Justin, er hat mich auch über meine ganze Fashion-YouTube-Szene, hat er mich immer begleitet, Digga. Ich habe jedes Video von ihm geschaut, ich habe kompletter Fan von ihm, komplett unterhaltsam, Digga, seine Videos sind komplett nice. Sein Wort war gesetzt damals, ich höre. Und jetzt ging es weiter mit einem Big Step. Das war so ungefähr ein Jahr her von heute. Vielleicht genau ein Jahr, wo ich mir meine ersten Boots geholt habe. Und ich blende euch hier mal dieses Video ein, wo ich die ausgepackt habe, Digga. Als ich die ausgepackt habe, ich war so geflasht irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, mir Boots zu holen. Aber irgendwie habe ich mir dann welche geholt, so richtig billige. Da habe ich auch direkt Video über die besten Boots gemacht, Digga. Ein paar Boots geholt, direkt Video drüber gemacht. Weil ich wusste schon, okay, das wird jetzt der nächste Hype. Bin immer eigentlich im Hype gewesen. Ich habe immer das geholt, was im Trend war. Eigentlich bisschen wack, ja. Aber es war halt so. Hier haben wir noch ein Bild eingeblendet. Das war eins auch meiner ersten, wo ich diesen ADR Half-Zip da habe, den ich jetzt verkauft habe neulich. Und damals, Digga, ich war größter Patrick Spector-Fan, weil ich konnte mich komplett mit ihnen identifizieren, Digga. So vor eineinhalb Jahren. Nee, vor nicht eineinhalb Jahren. Vor einem Jahr ungefähr, Digga. Ich war der größte Lutscher bei ihnen, Digga. Ich habe ihn so krank gefeiert. Jedes Video, weil ich habe früher die Videos damals geschaut und dann habe ich selber mit YouTube angefangen. Dann habe ich so gecheckt, Digga. Er hat damals diese Videos gemacht und jetzt ich mache auch diese Videos und so. Das war krass. Ich habe ihn komplett gefeiert. Heute, ich feiere nicht mehr so seine Outfits und was ADR macht für Sachen, feiere ich heute nicht mehr, aber damals, also vor einem Jahr ungefähr, es war krass. Es hat sich so viel getan in diesen einen Jahr, ich höre. Dann der nächste Step. Ich hatte zwar schon Boots, aber jetzt ist dieser Cowboy-Stiefel-Hype gekommen und ich habe mir diese Cowboy-Stiefel geholt und es ging auch mit den Schlaghosen langsam los. Und dann, Digga, ich hatte natürlich direkt wieder, ich war komplettes Hype-Beast wieder, hab direkt alles geholt, was im Hype war und diese spitzen Cowboy-Boots da geholt. Und damals gab es dieses eine TikTok, habe ich so ein Video gemacht. Das bringt mich gerade zum Nachdenken, wird auch nochmal hier eingeblendet. Und ich dachte mir so, da war so ein Typ, Digga, der heißt The Friday Night Boy und der hat so gesagt, ja, du trägst gerade diese Cowboy-Boots mit Schlaghosen und dazu weiß ich nicht mehr irgendwas und ich dachte, scheiße, weil ich habe mich gefühlt, als hätte ich komplett Mutter gefickt mit diesen Cowboy-Boots. Bro, were you wearing flare jeans? Bro, but this is my personal style. Like, I've been wearing this before everyone else was wearing it. Why are you wearing them with cowboy boots? Dude, you don't understand, okay? That's just what the trends are. Let me guess, you're gonna put patches on them next? How did you know I was gonna put patches on them? You're a hype beast, bro. No, I'm not a trendy hype beast. I'm original. I wear Adidas Sambas. Ich habe mich so unwohl auch am Anfang gefühlt. Da habe ich auch ein Video gemacht, wie ich die ausgepackt habe mit Dennis. Wird auch nochmal eingeblendet. Willst du die Schuhe nicht zurückgeben? Wieso ist da das Schild noch dran? Also, vielleicht dribbelt man ja doch noch so ein bisschen, ja, Bruder. Und Digga, es war so komisch irgendwie. Und dann hat er dieses TikTok gemacht und er hat mich einfach komplett gebastelt. Also komplett mich gefickt eigentlich. Ich bin, seitdem ich mich dafür Mode interessiert habe, nur immer gemacht, was im Hype war. Aber das Outfit, muss ich sagen, ist wirklich cool. Dann ging es eigentlich genauso weiter. Ich habe jetzt nur, das war Sommer, da habe ich angefangen, Unterhemden zu rocken, wie eigentlich auch wieder jeder. Also auch wieder komplett gemacht, was jeder gemacht hat. Trend plus weiße Schlaghose. Aber das Outfit finde ich auch immer noch cool. Und da sehe ich auch echt gut aus auf dem Foto, muss ich sagen. Bild, da waren wir in Köln bei Pucki. Schöne Grüße, Pucki. Und jetzt kommt nochmal ein ganz big Switch, Digga. Dieses Foto mit dem Hemd, Unterhemd-Dings, war so die Zeit, wo ich gerade aus Münster so probiert habe, wegzukommen. Und jetzt sind wir an den Zeitpunkt gekommen, wo ich raus aus Münster bin und in Berlin. Und seit ich hier in Berlin bin, hat sich auch vieles getan. Der erste Step, den ich gemacht habe, ist erstmal, ich habe mir diese GmbH Riding Boots geholt, die jeder von euch kennen sollte. Habe ich schon so viel drüber geredet auf meinem Kanal, so gefeiert die Dinger. Aber ich habe mir die geholt und dann wusste ich irgendwie, die kann man nicht zu so krass Schlaghosen und zu Baggy Jeans und so anziehen. Weil ich habe bis dahin ja immer, oder heute trage ich immer noch viele Schlaghosen. Und bis dato war es halt auch immer so, ich habe nur Schlaghosen geholt und ich habe mir die geholt, weil ich die einfach so geil fand. Aber ich habe gemerkt, scheiße, die passen überhaupt nicht zu meinen Hosen. Und dann musste ich irgendwie diesen Umschwung denken. Und bin dann gleichzeitig hier in Berlin auch, habe ich Leute kennengelernt, die ganz krass sind, Digga. Hier in Berlin, in meiner Arbeit, sind so viele nice Leute, Digga.
die mich auch alle richtig beeinflusst haben und so. Natürlich, ich kann schon Yoji Yamamoto und so. Dann habe ich irgendwie jeden Tag davon gehört, so, bei denen von meiner Arbeit. Und ich dachte so, okay, krass, was die labern so. Da habe ich so aber nur erstmal aufgenommen und so ein bisschen gecheckt. Und jetzt geht's weiter. Ich habe mir die GmbH-Boots geholt, habe damit auch ein nice Feedback gemacht, aber halt mit Dings blende ich hier nochmal ein, Feedback mit denen. Und dann ging es auch schon weiter. Jetzt kommt wieder ein weiterer sehr großer Schritt für mich. Und das war mein Rock, als ich mir meinen Rock geholt habe. Das ist gar nicht so lange her, Digga. Vielleicht 2 Monate oder so. Und als ich mir den Rock geholt habe, es ging immer so weiter in die Richtung. Ich habe so ein Video gemacht, wie man Outfits mit meinem neuen Rock. Hat auch Lino, einer meiner größten Supporter, Ehrenmann, hat drunter kommentiert, Next Yoji Fanboy in the Making irgendwie oder so. Also genau das hat er kommentiert. Da dachte ich mir eigentlich noch nicht viel dabei, aber es hat sich irgendwie immer weiter in diese Richtung evolutioniert. Und dann habe ich auch mir meinen ersten Blazer geholt und so. Und dann irgendwie bin ich jetzt so an den Punkt gekommen, also sind wir jetzt aktuell da, wie ich eigentlich, ja, mir die ersten Yoji Pieces geholt habe, mich angefangen habe, so dafür zu interessieren. Und eigentlich sind wir jetzt genau da, wo wir auch sonst, also wo ich auch heute bin. Die ganzen Sachen, ich konnte mich da von denen von meiner Arbeit beeinflussen lassen, Digga. Und kann mich dafür jetzt begeistern und habe so, das ist so das erste Mal, dass ich mir so Sachen kaufe, die nicht im Hype sind. So alles andere, jedes Outfit, was ihr von mir vorher gesehen habt, war irgendwas, was man nur bei Instagram gesehen hat, was im Trend war, was schnelllebig ist, glaube ich. Also ja, was schnelllebig ist, Punkt. Jetzt diese Yoji-Sachen, Digga, ich hoffe, ich bleibe jetzt mal immer meiner Linie treu und werde mich auch weiterhin dafür begeistern können. Ich hoffe, das ist jetzt nicht nur so eine Phase mit Yoji. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Lasst ein Like da, ein Kommentar, ein Abo. Like-Ziel, Leute, 30 Likes. Gönnt mir die 30 Likes und schreibt in die Kommentare, welcher Schuh hat euch am meisten gefallen. Bau!